Entdeckt. Intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung, Suche und Erfassung für die Sicherheit von Bürgern in städtischer Umgebung. Entdeckt ist ein EU-Projekt im Bereich der intelligenten Sicherheitssysteme. Es wird von der Europäischen Union finanziert und soll den Bürgern Sicherheit gewähren. Ziel dieses Projekts ist es, Gefahren in großstädtischen Bereichen und auch im Internet mithilfe von Überwachungssystemen zu erkennen und entsprechend zu verfolgen. Hört sich doch gut an, aber etwas stimmt da nicht. Datenschützer definieren dies als die technische Umsetzung des Generalverdachts. 1984 ist schon fast Realität, entdeckt würde dann ganz Europa zum Überwachungsstaat machen, ein Albtraum, der Orwell bei weitem übertrifft. Genau darum hat das Wort Sicherheit nichts mehr damit zu tun. Lasst mich das näher erklären. Durch Entdeckt werden Kameras mit biometrischer Gesichterkennung, Überwachungsmaßnahmen von Handys, Durchleuchtung von Internet-Datenbanken, wie zum Beispiel Facebook und Twitter, und sonstigen Datenbanken erlaubt, um terroristische Gefahren und schwere Verbrechen abzuwehren. Die Verfolgung der Verdächtigen kann statt mit Ortung der Handys auch mit Drohnen erfolgen. Drohnen, die zumeist in Kriegsgebieten als unbekannte Flugobjekte zum Ausspionieren galten, werden mit Entdeckt in den zivilen Bereich übergehen. Dies kann man am folgenden Beispiel darstellen. Das System erkennt dich hier als einen potenziellen Autodieb. Es dokumentiert die Szene und erfasst dein Gesicht. Dieses wird dann mit Fotos aus dem Internet oder polizeilichen Datenbanken verglichen. Hat man dich identifiziert, werden im World Wide Web, in sozialen Netzwerken wie Facebook, weitere Daten über dich gesammelt. Kommen Auffälligkeiten hinzu, wie hier die Zulassung des Autos auf eine Frau, dann schlägt das System Alarm, eine Drohne zur Verfolgung wird aktiviert, das Helmtier überwacht, der Zugriff eingeleitet. Alles gut. Doch was ist, wenn sich das System getäuscht hat, du lediglich den Schlüssel suchst und so nicht sofort in das Auto deiner Freundin einsteigst? Genau hier schlagen die Datenschützer Alarm. Die Folge wäre, dass alltägliche Aktivitäten der 82 Millionen Menschen in Deutschland für eine kurze Zeit als Gefahr für die innere Sicherheit gelten würde. Eine Entschuldigung vom System, dass deine Grundrechte und deine Privatsphäre verletzt wurde, brauchst du nicht zu erwarten. Die Projektbeteiligten wissen, dass diese Form der Überwachung in Deutschland verboten ist. Warum man in Deutschland trotzdem am Projekt festhält, hat auch wirtschaftliche Gründe. Und diese Gründe haben offensichtlich Vorrang, auch vor dem Datenschutz und den Grundrechten. Denn diese Technologie könnte in Deutschland und in ganz Europa zum Exportschlager werden und an jene Weltregionen verkauft werden, in denen Despoten ihre Bevölkerung unterdrücken. Sobald Entdeckt unterzeichnet ist, muss auch du damit rechnen, überwacht zu werden. Eine totalitäre Überwachung auf allen Ebenen, sowohl in der Realität als auch im Internet. Und was haben wir davon? Nichts. Die Folgen wären verheerend. Der Verlust der Freiheit des Einzelnen, uneingeschränkter Einblick in deine Privatsphäre. Die Zeit ist gekommen, verleihe deiner Stimme Ausdruck und Kraft. Google entdeckt, werde aktiv, nimm an Demonstrationen teil oder organisiere selber eine und zeige jedem, den du kennst, was Entdeckt wirklich ist. Geh gegen Entdeckt auf die Straße und halte den Big Brother auf.